Was geht, Leute? Hausmeister Thrash ist ein weiterer Skin, der sich einer großen Beliebtheit schon vor der Veröffentlichung erfreut. Ist so ein bisschen wie der neue Azir-Skin. Die wollen mehr Skins machen, die mehr so zum typischen Thema des Champions passen. Und auch hier haben die wirklich eine lustige Idee gemacht, wie ich finde. So, optisch auf jeden Fall. Also, guck mal, die kleine Quietscheente. Sehr genial. Ja, ich weiß, ist halt mehr so eine Mischung. Also ist so 50% Meme-Skin, aber 50% sieht ja auch eigentlich ganz cool aus, finde ich. Deswegen werde ich euch heute wieder die ganzen Fähigkeiten und so weiter vorstellen. Da müssen wir nur kurz einige Vorbereitungen machen. Zack, 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 zack. Ja, Thrash ist so ein bisschen ein underrated Champion. Generell sehe ich im Rank kaum noch, komischerweise. Kann ich nicht genau sagen, woran es liegt. Man hatte eher so eine Engage-Support-Meta mit Leona und Rell in letzter Zeit. Und Thrash ist nicht so ein richtiger Engage-Support. Also Leona, Nautilus, Rell war mehr so die Meta, Alistar auch. Und Thrash, aus irgendeinem Grund war der da nicht so wirklich drin. Weiß aber auch nicht wieso. Ist generell ein cooler Champion für Normal Games, Aram, Flex, Clash. Wie bereits gesagt, im Solo-Queue sehe ich eher selten Thrash. Also weiß ich nicht, ob der dafür eine gute Wahl ist. Genau, gucken wir uns erstmal die ganzen Fähigkeiten an. Das Q ist natürlich wichtig. Oder mal, was wirft er da? Wirft er so eine Bürste oder was? Das kann man hier angucken. Ach, so ein Besen, das ist ja lustig. Und ranziehen kann man sich nur bei Champions, genau. So, das ist die Laterne, das ist dann so ein Wischeimer. Haha, guck mal, da schwimmt auch nochmal so eine kleine Ente drauf. Ey, das ist wirklich. Also, die machen langsam wieder bessere Skins, muss ich sagen. Die Ente, die da rumschwimmt, ist schon wirklich irgendwie witzig. So, da haben wir noch E, das Flay. Warte mal, was ist das? Achso, das ist auch dieser Wisch. Achso, damit wischt er den Boden. Jo. Und diese Enten sind dann so kleine. Ne, die Seelen sind dann so kleine Enten, ist mir gerade aufgefallen. Sehr witzig. Also ich wette, die Ulti ist so ein Absperrschild, das ihr gewischt ist oder so. Ja, wusste ich. Das war obvious. Nicht Rutschenschild. Das habe ich irgendwie gerochen, dass es die Ultimate ist. Sehr witzig. Frisch gewischt, schön. Und die Gegner werden trotzdem reinlaufen. Tja, it is what is. Lol, die Seelen sind so kleine Enten von dem Skin. Ey, das haben die wirklich lustig gemacht, muss ich sagen. Leider versteckt sich Poppy hier, deswegen kann ich mich nicht so richtig ranziehen. Ach so, ich kann hier diese Strohpuppen herstellen. Warte mal. Spiel gewinnen. Wir bauen mal so eine Teamo-Puppe hier kurz. Ja, das ist aber sowieso nichts. Weiß nicht, was ich da noch großartig erwartet habe, aber. Die Hitbox von Thresh ist auch witzig. Ja, ist schon ein cooler Skin, muss ich sagen. Wir können nochmal diese ganzen Emotes kurz anschauen. Dann müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. So, zoomen wir da mal ran und abgehen. Das ist, glaube ich, der Taunt. Das ist irgend so ein Lore-Spruch meistens. Das ist der Tanz, da haben sie nichts anders gemacht. Das ist bei jedem, ist bei den meisten Thrash-Skins so. Das ist das Lachen. Ja, ich gebe es eine 8 von 10. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Azir-Skin besser. Anwalt Azir ist für mich eine 10 von 10. Der sah irgendwie noch stylischer aus. Das hier ist halt so mehr so ein lustiger Meme-Skin, was nicht schlecht ist, aber mir persönlich gefällt er nicht ganz so gut wie der Azir-Skin. Ich finde, der Azir-Skin hatte irgendwie mehr Style so. Der ist hier mehr so ein lustiger Meme-Skin, was auch ganz witzig sein kann, aber es ist nicht so mein Fall unbedingt. Aber ich gebe es eine 8 von 10. Thresh hat auch sehr viele gute Skins, muss man ganz ehrlich sagen. Der hat schon ziemlich krasse. Wobei der Prestige ziemlich random ist mit dem. Ich glaube, es ist Chrono Prestige. Nee, wie heißen die? Ich glaube, Chrono irgendwas. Ist schon eine 8 von 10. Das ist ein solider Thresh-Skin. Aber ich finde, der definiert die Welt der Thresh-Skins jetzt auch nicht neu. Kann man aber auf jeden Fall machen. Ganz witziger Skin. Achso, der Recoil wäre noch lustig. Da putzt er mega schnell den Boden. Ey, okay, ist schon lustig. Ich gebe es eine 8 von 10. Ist ein cooler Skin.